Bei seiner ersten Messe in Kolumbien hat Papst Franziskus die Menschen zur Versöhnung aufgerufen. Hintergrund ist der Friedensprozess im Land. Ende 2016 war nach einem halben Jahrhundert ein historisches Abkommen zwischen der FARC-Guerilla und der Regierung zustande gekommen. In der Freiluftmesse in Bogotá geißelt das Oberhaupt der katholischen Kirche die Finsternis der Rachsucht und des Hasses nach einem halben Jahrhundert Bürgerkrieg. Jesus, so sagt er, beseitige all diese Finsternis. Der Papst hatte zuvor schon Präsident Juan Manuel Santos getroffen und zu Frieden und Versöhnung aufgerufen. Franziskus ist zum ersten Mal in Kolumbien. Im Rahmen seiner fünftägigen Reise besucht er mehrere Städte.